So, ihr Lieben, los geht's mit den Stippen heute schön hier an der alten Festung. Und wir haben gerade mitten in der Nacht. Die ersten drei Fischis sind schon im Kescher. Und ich glaube, da vorne zuppelt es schon wieder los. So, ihr Lieben, weiter geht's mit dem Stippen hier auf dem kleinen YouTube-Account. Gerade Level 23 oder immer noch Level 23, kurz vor 24. Und ja, die große Stippe, die neue Stippe mit 14 Kilo Tragfähigkeit, die muss gefordert werden. Das heißt, auf dieser Stippe habe ich hier eine 12 Kilo Schnur und eine dicke, fette Kartoffel dran. Gucken wir uns das Setup gleich auch nochmal im Detail an. Aber mit der Kartoffel geht es auch schon gerade ganz gut los. Und auf meinen kleinen Stippen, da sind immer noch auf den Haselnussruten, da sind immer noch Regenwürmer drauf. Ganz klein und easy peasy. Nicht zu groß, denn ich will die ja noch behalten ein bisschen. Die sollen nicht durchknacken. Und da reicht es mir, wenn da irgendwelche kleinen Fische so nebenbei noch drauf gehen. Während hier dann im Idealfall die etwas größeren raufgehen. Ich hoffe hier auf dicke, fette Amure. Nicht ganz so dick und fett, aber fett genug. das ist halt jetzt das große Risiko, ne? 12 Kilo darf hier rein oder kann das Ding tragen. Das Größte, was ich jetzt im Livestream gezogen habe, lag bei ungefähr 7 Kilo. Und das hat sich schon heftig angefühlt. Jetzt ist für mich die große Frage, welche Idealtechnik gibt es, um A, natürlich so einen Fisch sicher anzuschlagen. Ob man das jetzt zur Seite hinwegzieht oder nach oben oder, keine Ahnung, eine Pirouette irgendwie dreht, wie auch immer. Und wenn dann der dicke, fette Brocken dran ist, was mache ich denn dann damit? Das ist jetzt die große Frage und das muss ich jetzt halt rausfinden, üben. Ich hatte das mit dem großen 7 Kilo Fisch, hatte ich das schon gemerkt. Das war jetzt versaut. Das war versaut. Da war er kurz unten. Egal. Der kommt gleich wieder. Ja, mit dem großen 7 Kilo Fisch schon gemerkt, nur beim Hochziehen, ohne wieder nachzulassen, wäre mit Sicherheit die Schnur durchgegangen. Oder das Vorfach. Das will man ja natürlich dann nicht, ne? Deswegen, es ist schon ein bisschen tricky gerade. Aber das kann man eben auch nur mit üben und ausprobieren herausfinden. Von daher mache ich das jetzt und teste. Ich habe gerade schön hier in den letzten Stunden hier an der Festung schön Hechte gekloppt. Rund 300 Silber wieder zusammen gehabt, allein durchs Hechtkloppen. Ganz, ganz viele kleine waren dabei, alle so im Bereich von, na, ich sag mal so zwischen 1,5 bis 2 Kilo und ein paar, auch wieder nicht, kein Hebebiss, und ein paar waren dabei, sogar mit 5, 6, 7 Kilo. Das lohnt sich dann natürlich. So, im Moment jetzt hier erstmal nur ein paar Karauschen dran und da zuppelt es wieder los auf der großen. Und ich freue mich ja schon. Ich freue mich ja schon, wenn ich hier zwei dicke dran habe. Zwei große Ruten. Da wird es dann schon deutlich spannender. So, jetzt aber erstmal schön abziehen lassen. Ruhig bleiben. Ruhig bleiben. Und dann abziehen lassen. Ruhig bleiben. Ja, Alter, du frisst doch das Essen.
Oh, guck mal hier. Bäm. Schön hier auf dem Regenwurm. Regenwurm, bester Köder, Alter. Und ein Barsch. Einfach mal ein Barsch, ey. Bester Köder, bester Fisch. Ach, da ist doch die Welt wieder in Ordnung. Erstmal schön Barsch hier rausgezogen auf der ollen kleinen Stippe, ey. Und dann geht's schon wieder los. Guck mal da. 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 Wieder nicht. Was sind denn das für komische Fische? Die machen so einen Hebebiss wie eine Güster. Ah, jetzt doch. Nee, guck mal hier. Karauschen sind das. Guck mal hier, Alter. 800 Gramm Karausche. Das ist aber nett. Das ist aber doch nett. Guck mal hier. Und da ist direkt die nächste. Das nehme ich doch gerne so mit. So, gucken wir mal, was da geht. Also Regenwurm deswegen. Ich bin mit dem Regenwurm mit... Ich bin mir ziemlich sicher, dass da kein Amur drauf ballert auf dem Regenwurm. Und den will ich ja auch gar nicht hier auf meinen kleinen... was haben die? 6 Kilo? Ja, beziehungsweise... Oh, ich habe 3,5er Schnur drauf. Die kann ich gleich mal ändern. Will ich gar nicht. 3,5er Schnur nur drauf. Alter, wenn da eine fette Karausche geht. Aber bisher auch nur Kleinkram. Also, machen wir mal hier die 6,2er drauf. Wir haben hier eine Tragfähigkeit von 6,5 Kilo. Und auch dieser Haken, und da gehen wir gleich mal drauf ein, auch dieser Haken trägt auch noch mehr. Das heißt, das schwächste Glied in der Kette ist tatsächlich, zack, gerade die Schnur. Oh, geil, Alter, eine Güster. Geil, Alter, schöne Güster hier gefangen, auf dem Wurm. Ich suche ja noch einen geilen, entspannten Güster-Spot. Und zwar einen, den man nicht mit so speziellen Ködern irgendwie effektiv fangen, beangeln kann, sondern einen Güster-Spot, der sich locker mit so einem ollen Wurm oder sowas auch beangeln lässt. Denn ich kann diese ganzen Teige noch nicht. Das kostet ja alles wahnsinnig viel. Die ganzen Teigherstellung und sowas, da bin ich noch gar nicht zugange mit. Ich habe jetzt mal halt angefangen, und das war das erste hier, was ich gemacht habe. Das erste Mal in der, was ist das? Angelfutter? Nee, Köderbeschaffung. 6% Kartoffeln. Kartoffelwürfel habe ich gemacht. 20% ist dann erst Perlengraupe, Haferbrei. Perlengraupe muss ich aber auch vielleicht irgendwann mal machen. Ja, und das dauert halt, wie gesagt, ne? Also bis man da hinkommt mit diesen ganzen Teigen und Knoblauchteig und was nicht alles, das muss man erstmal hinkriegen. Deswegen, alles, was man momentan mit kleinen, kaufbaren Ködern, alles, was man da rauszieht, auch wieder eine Güster. Hör mal, wird das hier zum Güster-Spot? Ich könnte gleich mal einen 12er, habe ich nicht sogar, ich habe sogar 12er Haken, habe ich drauf. Könnte man mal testen, ne? 12er Haken, dünne Schnur oder ein Regenwurm, geht ja schon ganz gut los. Karauschen und Güster auf klein, wäre nicht schlecht. Oha, 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 oha. So. Schläfergrundel, klar. Oh, da zuppelt doch irgendwas schon dran rum. Ich habe übrigens den Eindruck, es gibt ja dieses komische Wandern der Posen. Die wandern irgendwie kreuz und quer und auch nicht mit dem Wind, sondern irgendwie. Mal die eine nach links und die andere nach rechts. Und dann... Ach, zu früh. Und dann denkt man sich auch, Alter, was ist denn da los? Ich habe den Eindruck, wenn man rauswirft und bevor die Pose in diese Endposition jetzt gegangen ist, wenn man dann schon abstellt, dann kriegt die irgendwie so einen Schlag.
Und wenn man erst wartet, bis die wirklich runtergegangen ist, dann steht sie irgendwie sicherer. Ob das so ist, keine Ahnung. Alter! Hauptsache was dran. Hauptsache was dran hier. Schön die Karauschen kloppen. Und auf der großen ist aber gerade mal wieder Sendepause. Also da könnt ihr ja mal wieder schön auf der Kartoffel. Na, verscheucht jetzt. In dem Moment, wo sie hochgeht, zack. Und da kommt, Alter, auch eine fette Karausche. Karauschen, Alter. Ich habe leider keinen Kohl dabei, ne? Kohl wäre auch eine Möglichkeit, gerade bei Regenwetter für Amur. Wie haben wir die denn eingestellt? Gucken wir uns nochmal eben das Setup hier an. Also, so ist das Setup zusammengebaut. Und dazu muss man halt sagen, okay, das Setup ist eben, ich gucke gerade mal, habe ich nochmal hier so eine Liste? Ja. Also es gibt halt so Listen, wo man die Stärke der, oder die Tragfähigkeit der Haken mit einsehen kann. Und wenn man sich jetzt hier anschaut, die Rute hätte eine Tragfähigkeit von 14 Kilo. Die Schnur liegt bei 12,7 und der Viererhaken soll bei 12,2 Kilo plus minus ein paar Prozent liegen. Dann ist der Haken in diesem Fall das schwächste Glied hier in der Kette. Wenn das wirklich so ist, und das wird sich eigentlich nur in einem Extremfall irgendwann klären, wobei irgendwie verstehe ich es trotzdem nicht, dass dann die Route hier oder diese Action Bar bei 7 Kilo schon übelst eskaliert. Irgendwo muss doch da dann der Wurm drinne sein. Wo ist denn da die schwächste Stelle dann? Alter, jetzt wird das schon wieder so hell hier, ey. Bald mal eine Sonnenbrille aufsetzen. Also ohne Scheiß, wenn man hier, das hatte ich jetzt die Tage im Stream auch schon, ne? Wenn du dann hier längere Zeit rumstehst und glotzt die ganze Zeit hier auf die grelle Oberfläche. Ich hatte schon von den Stippen-Main, von den Stippen-Only-Zockern schon gehört. Ja, Alter, da macht man hier einfach mal in den Grafikeinstellungen die Spiegelung aus und sowas. Und dann kann man sich das auch antun. Alter, jetzt bitte, was schön Dickes. Ich will die Route testen. Ans Limit! Oder kurz darunter. Kurz darunter reicht mir auch, Alter. Du frisst das Essen. Pack ihn die, Alter. Schön dicke Kartoffel, Alten. Boah, Alter, auf eins schon wieder. Könnte ein Amur sein, der zuppelt auch mehrfach so rum. Wenn es ein etwas kleinerer ist. Na komm. Jetzt aber abziehen. Zack. Alter, die 1 schon wieder runter. Ich gehe nicht rüber. Nein, ich wechsle nicht die Routen. Die Kleinen, die müssen jetzt warten. Da ist eh nur ein Regenwurm dran. Komm jetzt, zieh ab. Der stößt so nach oben immer, ne? Das ist doch kein Rotauge, oder? Rotauge ist auch so am Rumzuppeln die ganze Zeit. Jetzt. Na.
Kleine Amur. Kleine Amur, sag ich doch. Immerhin 2 Kilo kleine Amur, der erste kleine Amur hier. Sehr schön. Weiter geht's. Wir wollen noch ein paar größere. So, was machen die anderen Stippen? Aber das ist schon mal das Schöne, man hat irgendwie zumindest die ganze Zeit ein bisschen Action, ne? Man hat die ganze Zeit Action. Guck mal, da geht's direkt wieder los. Auf der großen hier. Zack, schnell die Karausche. Wo ist sie? Alter, 1,2 Kilo Karausche, ey. Da schon wieder. Ah, fuck. Aber auch da drüben, auch so hochgeschoben. Ist das auch eine olle Karausche da hinten? Na? Weg. Das ist gut. Hauptsache, das lübt jetzt hier. Hauptsache, es ist Frequenz. Auch natürlich hervorragend jetzt, um die Skillpunkte zu machen, ne? Und da bin ich auch gar nicht böse darum, dass dann hier zwischendurch ein Rotauge ranballert, ein Barsch und die Schläfergrundel und so. Das kann hier alles schön immer reinballern auf den kleinen Routen. Tipptopp. Damit man mal wieder unterschiedliche Fische dran hat, dass man dann schneller wieder skillt und wieder neue Skillpunkte bekommt. Perfekt. Na? Kann sich noch nicht so richtig entscheiden. Aal auf Stippe geht übrigens auch noch ganz gut. Aal hat auch noch funktioniert. Wobei ich auch schon jetzt mehrfach gelesen habe, dass die, dass der auf Grund gerade gar nicht so gut laufen soll. Aber jetzt die Tage, wo ich auf Stippe hier war, vorhin auch noch eingezogen mit über 2 Kilo. Schnell so um, oh, scheiße, 3 Uhr schon, mal schnell eben auf Aal, zack. Da war er dran. Fischfetzen und ab dafür. Ist auch manchmal, ne? Also ich verstehe schon, warum das Stippen nicht so direkt zu den beliebtesten Angelmethoden gehört, Alter. Wenn du da so nach Feierabend einen gestressten Tag, wenn du da rumsitzt und denkst dir, oh, Alter, jetzt nochmal schön ein bisschen stippen, dann bist du wahrscheinlich Beamter oder sowas und langweilst dich den ganzen Tag. Aber sonst ist das schon ein bisschen stressig, ey. Da oben auf der 3, schon im Blick, wird gerade wild, könnte auch wieder ein Amur sein, zuppelt allerdings jetzt deutlich direkter, die Route geht deutlich weiter runter, wenn das ein Amur ist, müsste er dicker sein und er ist dicker, ah, schön, aber auch noch nicht so richtig fett, jawohl, ah, minimal dicker. Mehr Amure, Alter. Mehr Amure. Amur. So, zack. Und direkt hier die 1. Jawohl. Ach, guck mal. Nee. Ich dachte schon gerade. Der war so länglich. Olle Grundel. So, weiter zuppeln hier. Ich ziehe noch mal ein bisschen was raus und dann gucken wir gleich mal. Vielleicht ballert ja noch mal ein Dicker rein. Das wäre mal nicht so schlecht. Und runter. Oh, 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 okay. Geht aber noch. Siehst du mal, geht aber noch. Das heißt, ich glaube, der Knackpunkt ist, guck mal, da 3 Kilo nur. Ich glaube, der Knackpunkt ist, dass man den Fisch erstmal überreden muss, in die richtige Richtung zu gucken. Wenn man den stippt. Und das ist, glaube ich, der Knackpunkt, wo die Spannung unten an der Actionbar, tja, schon sehr groß sein kann, bis der Fisch einmal richtig gedreht ist. Das kann es natürlich sein, ne? Ja, aber nichtsdestotrotz, ich bin ganz zufrieden hier. Ich werde jetzt noch ein bisschen weiter stippen. Das lübt ja gerade ganz gut hier.
Einfach mal ein bisschen was rausziehen. Guck mal da, ey. Ich bin zum einen zufrieden hier mit den kleinen Karauschen, also mit dem Lüttenwerkzeug, mit dem kleinen Gedöns. Guck mal hier, ey, schön. Und die Anzahl auch, ey. 23 Dinger, quasi fast im Minutentakt. Im Minutentakt hier die Bisse. Zack, hier geht es auf der großen direkt weiter. Hier auch nochmal. Und wenn man das mal so ein bisschen besser timet mit dem Anschlag, dann hat man auch noch eine etwas bessere Frequenz. Ei, 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 ei. Oh, oh, oh. Der war, oh, oh. Der war schon einmal ganz kurz unten. Zuppelt nochmal schön aggressiv. Alter, das zuppelt gerade an allen Routen. Ja, wie gesagt, die Frequenz ist da, ihr Lieben. Zieht raus die Brocken. Alter, schon wieder. Hat er mich wieder verkohlt, ey. Ich will nochmal einen dicken, fetten Amur hier. Und da zuppelt's. Und da zuppelt's. Ich habe mal ein bisschen weiter rausgeworfen. Vielleicht haben wir da ja jetzt einen schönen, dicken Amur dran. Und es geht. Oh, 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 oh. Schön langsam, 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 langsam. Jawohl. Oh, ja, 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 ja. Abwarten. Lauf, 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 lauf. Und ranziehen. Bisschen rückwärts. Kescher raus. Kescher, 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 kescher. So. So. Alter. Fast 8 Kilo. Jetzt guck dir das an, Alter. Funz doch. Schönes Ding. So muss das sein. Dicke, fette Amure, Alter. Mit der Stippe. Petri, ihr Lieben. Abgefahrener Scheiß, Alter. Richtig, richtig geil. Raus mit den Amuren. Scheiß auf dem Bärensee, Alter. Wenn ich doch hier die Festung hab. Abgefahren, ey. So muss das sein. Und das auf der Ullenkartoffel, ne? Sensationell, ey. Ha, weiter geht's jetzt hier.